Willkommen zum Jorvik-Stall-Championat. Ja, Vanilla Sky und ich sind hier, an dem Jorvik-Stall-Championat teil und versuchen uns der Aufgabe zu widmen, an der Meisterschaft teilzunehmen. Ach nee, die Baroness. Wettkampf feiern, Transport, nee, das ist nicht richtig. Ach genau, Tan möchte, dass du dir die Meisterschaften ansiehst. Und ich hoffe, dass das jetzt schon klappt und dass wir hier nochmal Punkte kriegen, die Aufgabe abschließen können. Ja, wir schauen mal. Hier ist wahnsinnig viel los. Wahrscheinlich, weil Ferien sind und dass die Eventpunkte auch locken. Ist das ein neuer Pasofino? Ja, der Apfelschimmel-Pasofino. Schick. Schick, schick. Ja, ab und zu sieht man sie ja mal, weil Star Stable sie ja aus Versehen schon mit veröffentlicht hatte. Ich finde ihn auf jeden Fall wunderschön. Also die ich bis jetzt gesehen habe, waren klasse. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, bis wir sie alle holen können. Ich war nämlich leider zu dem Zeitpunkt, als sie da waren, nicht da. Hab's natürlich verpasst und naja, gut. Ist halt so. Muss man sich noch ein bisschen gedulden. Wir sind auf jeden Fall in Gruppe 1. Aber es hieß ja auch nur, wir müssen an der Meisterschaft teilnehmen, nicht wir müssen gewinnen oder eine Schleife absahen. Also ich hoffe, dass wir die Punkte so oder so bekommen. Wahrscheinlich müssen wir es ist dann wahrscheinlich nur abschließen. Das Rennen. Oh, hat sie das neue Set drauf? Bestimmt, ne? Ist das das, was man für die Punkte kriegt? Na gut. Ist ja jetzt auch egal. Wir starten gleich. Und los geht's. Verliere ich wahrscheinlich jetzt wieder Zeit, aber ist egal. Auch gar nicht mehr so wirklich, ob ich mit Vanilla Sky schon an einem Championat teilgenommen hatte. Aber ist ja auch egal, das war jetzt so spontan. Nicht hängen bleiben. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Nein! hängen geblieben. Ja. Und jetzt auch noch drumrum. Ja gut, das können wir jetzt vergessen. Also die ersten Plätze... naja, egal. Ich hoffe, dass wir die Punkte kriegen. Und dann... Wie viel haben wir denn? 44. Naja, ist ja gar nicht mehr so weit bis zu den 70 fürs Kaninchen. Könnte ich ja theoretisch auch mal diese Abkürzung ausprobieren, die ich mich sonst immer nicht getraut habe. Weil jetzt kann ich ja nicht mehr viel verlieren, ne? Ja, da versuchen es welche. Und, oha, erstmal diese Abkürzung genutzt und nicht hängen geblieben oder ähnliches. Gut, bringt jetzt ja auch nicht mehr viel, aber es hat geklappt. Aber wahrscheinlich auch nur beim ersten Mal. Beim nächsten Mal wird es nichts mehr. Immerhin noch auf Platz 8, aktuell zumindest. Mal gucken. Bleibt es dabei? Ja. Ja gut, also für den Fail gar nicht so schlecht. Und müssen wir jetzt wirklich noch 5 Sekunden warten? Ich weiß auch nicht, wie die
Leute das hier hinkriegen, eher schon loszukommen, also eher aus diesem Bildschirm hier rauszukommen, aber... Naja gut, ist auch kein Muss, so lange dauert es ja jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe nur, die Letzten kommen noch mit ins Ziel. Ah, den Isländer haben wir zwischendurch auch gesehen. Der ist auch echt schick. Ich habe auch überlegt, ob ich mir doch nochmal einen Isländer hole. überlegt habe ich, aber mich dazu entschlossen natürlich noch nicht. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an Tia Shadowrain, Britney Spiderwatcher und Luisa Pinktalon. Und wir können das hier abschließen. Die Schillinge hole ich dann später ab. Ich würde jetzt nur einmal noch zum Moorland reisen. Da dürften wir ja hoffentlich eine Aufgabe abgeben können. Das heißt, wir kriegen vielleicht nochmal Punkte. Ich hoffe. Noch haben wir 44. Achso. Hast du hier auch noch was? Es gibt dieses Jahr so viele aufregende Aktivitäten. Am Jörgstall, probiere sie alle aus. Ja, haben wir doch. Sehr schön. Ich bin das ganze Festival über hier. Komm jederzeit vorbei, wenn du mit mir rappen willst. Aber es gab nochmal... Okay, also wenn man alles gemacht hat, kriegt man nochmal 10 Punkte. Ich hoffe, dass es im Jorvik-Stall... Achso, aber dann brauchen wir die beim Moorland auch. Dann muss ich das rote Bandtrailritt nochmal machen. Aber ich glaube, den mache ich dann alleine. So, willkommen zurück. Den Wettkampf feiern. Sind sie nicht wundervoll? Ich hoffe, dein Name landet weit oben auf der Highscore-Tafel. Naja, diesmal nicht, aber ist auch nicht schlimm. Und den Jorvik-Stall-Transporter haben wir auch genutzt. Sehr schön, du kannst diesen Transporter nutzen, wann immer du zum Jorvik-Stall in der Erntefeldprovinz willst. In den nächsten Wochen eröffnet dort neue Aktivitäten. Das wird also doch sehr nützlich sein. Und Tour des Zentrums abgeschlossen. Ich bin so froh, dass du dich für das Reitsportfestival interessierst. Sieh dir das neue Rennen, das Meisterschaftszentrum und all die interessanten Orte an. Es gibt viel zu entdecken. Oh ne, haben wir das jetzt auch schon, obwohl wir dem... Du hast dir die Aktivitäten im Zentrum und die Reitclubs angesehen. Gut gemacht. Wir sind jeden Tag hier. Okay, dann gehört der rote Bandtrailritt nicht mit dazu, aber... Wenn ich den noch mache, dann kriege ich bestimmt die Punkte fürs Kaninchen, weil zusammen es fehlen nur noch 6. Spätestens morgen. Ja. Sollte es klappen mit dem neuen Haustier. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!